Guten Morgen, es ist ganz früh. 7:35 Uhr ist es erst. Nachdem wir gestern so viel unterwegs waren, habt ihr gesehen in dem Vlog, wir waren halt im Geburtshaus und einkaufen. Und ich bin morgens um 10 Uhr, habe ich das Haus verlassen und bin abends um, keine Ahnung wann, nach Hause gekommen. Ich war so platt gestern, unglaublich. Und eigentlich wollten wir heute, das hatten wir das so geplant, dass ich zum Laden fahre nachher, zum Bernd, und da die Erbsensuppe koche und er kann dann in der Zeit in die Metro einkaufen gehen. Wir brauchen noch so ein paar Sachen und wir haben Gutscheine von der Metro, die wollten wir einlösen. Aber weil ich so platt war, erstens. Und zweitens, weil hier so viel liegen geblieben ist gestern, also der Einkauf, wir haben halt nur das, was gekühlt werden muss, schnell weggepackt und nicht so, also was im Vorratsraum muss, im HWR und so, das haben wir alles noch nicht weggepackt. Wäsche muss ich falten und ach, was weiß ich, da haben wir gesagt, die Metro läuft nicht weg, das können wir auch nächste Woche noch machen. Selbst wenn der harte Lockdown kommt, werden ja die Lebensmittelmärkte aufhaben. Also alles heute ein bisschen chilliger. Ich bin schon dabei. Also ich räume jetzt erstmal die Küche auf. Ich habe schon die Spülmaschine alles ausgeräumt. Aber ich setze jetzt direkt auch die Erbsensuppe auf, dass sie schön durchziehen kann. Die gibt es dann zum Mittagessen. Es stand nämlich auch schon wieder im Raum, ja, wenn ich dann mitkomme, dann lassen wir das mit dem Erbsensuppe kochen. Dann bestellen wir uns was. Und ich wollte die Erbsensuppe ja auch kochen, weil ich auch fürs Wochenbett vorkochen möchte. Deswegen, ja, bleibe ich hier und kümmere mich ganz artig um den Haushalt. Und ja, so sieht's aus. Es ist richtig kalt draußen, wir haben minus 2 Grad draußen. Ihr wisst, wir heizen mit dem Kamin. Heute Morgen waren hier 17 Grad, als wir runtergekommen sind. Doch, wir werden sofort so den Kamin angemacht, so knackig kalt. Sogar Smurfy ist unter die Decke auf dem Sofa geschlüpft, weil ihm so kalt war. Ich wollte euch was zeigen. Wir haben ja gestern unseren Brotbackautomaten ausprobiert. Das haben wir euch auch gezeigt in dem Vlog. Und das Brot war heute Nacht um 12:30 fertig. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber heute Morgen, als ich die Treppe runtergekommen bin, habe ich so ganz aufgeregt direkt da reingeschaut. Und ich war ganz aufgeregt, ob es denn was geworden ist. Ta-ta-ta-ta. Das sieht doch gut aus, oder? 1,5 Kilo Brot. Das kann jetzt schön, also hier war so ein bisschen Kondenswasser, hatte sich gebildet, weil das halt von dem Backen, der Dampf und so, und dann normalerweise mache ich das direkt auf zum Abkühlen, aber weil ich ja geschlafen habe heute Nacht, hat sich hier Kondens gebildet. Und ja, jetzt kann das erstmal hier ruhen und nachher versuche ich es mal zu schneiden mit dem Messer. Wir haben uns noch keine Brotschneidemaschine geholt. Wir haben hier auch so Messer. Hier, damit versuche ich das voll so Rost dran, was ich euch hier zeige. Egal. Ich versuche es mal, wenn es gar nicht geht, wenn es gar nicht schön wird zu schneiden, dann ja, müssen wir einen sauren Apfel beißen und uns noch eine Brotschneidemaschine holen. Oder wir gehen einfach in Aldi oder Netto und nehmen unser Brot mit und schneiden das da. Die gucken dann auch bestimmt gut. Ja, ich habe keine Lust, mich fertig zu machen. Ich habe mich gewaschen, grob, aber ich habe keinen Bock, mir die Haare zu machen oder sowas. Also, das wird nicht besser in diesem Video. Ein Riesentopf Erbsensuppe aufgesetzt. Das sind einfach diese Schälerbsen, die nehmen wir immer. Dann wird das so richtig schön panschig und schleimig nachher. Das mögen wir sehr gerne. Und ich wurde immer wieder gefragt, weil wir ja kein Fleisch essen und ich mache immer Liquid Smoke da rein. Das ist dann quasi so unser Speckersatz oder dass kein Würstchen da rein muss. Und das bestelle ich immer bei Amazon. Ich habe schon mal Rauchsalz probiert, aber fürchterlich. Also das können wir wirklich sehr gut mit gutem Gewissen empfehlen. Ich werde es euch nochmal unten verlinken. Damit kommt man auch echt lange aus. Also es ist so zu dosieren ungefähr wie Maggi. So würde ich jetzt mal sagen. Und dann kriegt ihr ein schönes rauchiges Aroma hin, auch ohne Fleisch. Und jetzt kommt da noch was rein. Und zwar habe ich gestern vom Kaufland frische Petersilie mitgenommen.
und frischen Basilikum. Hier ist noch Minze, die ist noch vom letzten Mal einkaufen. Damit machen wir uns immer frischen Minztee. Und ja, Basilikum war abgegrast. Calvino und ich essen sehr gerne frische Kräuter. Calvino mag die auch gerne so auf dem Brot oder so. Also er macht sich zum Beispiel Schmierkäse auf dem Brot und dann frische Petersilie oder so da drauf. Oder Kresse liebt er auch total. Und ja, wenn wir so Suppen kochen, dann nehme ich auch gerne frische Kräuter, aber manchmal auch gefriergetrocknet. Ich muss so laut reden, weil ich habe im Hintergrund Musik laufen und ich möchte nicht, dass mein Video gesperrt wird. Ich höre nämlich immer den Christmas Channel, das ist so eine App und dann habt ihr halt richtig schöne Weihnachtsmusik. Die macht richtig schöne Weihnachtsstimmung. Allerdings, wenn ihr dieses Video seht, ist glaube ich schon wieder Weihnachten vorbei. Ich habe das Brot jetzt mal rausbekommen. Ein Haken ist noch drin und ein Haken ist da geblieben. Da ist ja dann extra so ein Ding bei, womit man die Haken hier rausholen kann. Das machen wir jetzt mal. Also das sind diese Knethaken. So, rausgezogen. Es ist halt immer dann, es sind halt immer zwei Löcher dann im Brot. Aber, tada, ein Bauernbrot. So, das lasse ich jetzt hier noch ein paar Stunden stehen, weil so frisches Brot ist immer schwierig zu schneiden. Und das hier kann ich direkt spülen, dann ist es wieder sauber und dann kann ich das nächste Brot damit backen. Schön, ich freue mich. Als ich aufgewacht bin heute Morgen, hat das ganze Haus nach Brot gerochen, nach frisch gebackenem Brot. Das war schön. Ich habe mein Video geschnitten und habe jetzt wieder geschlafen auf dem Sofa. Das ist doch nicht normal, dass ich so müde bin. Ich könnte den ganzen Tag schlafen. Ich komme zu nichts. Ich will seit Tagen meine Tasche packen. Ich habe ja schon alles liegen, ne, so für die Tasche, die ich mit ins Geburtshaus nehme. Habe ich alles schon rausgelegt. Ich brauche das nur ordentlich in die Tasche reinpacken. Und das nehme ich mir immer wieder vor. Aber immer wieder verschiebe ich das. Jetzt bestimmt schon seit einer Woche verschiebe ich das immer wieder. Und dann schlafe ich immer so bis 11:30, 12. Also wenn ich es kann. Gestern ging es ja jetzt zum Beispiel nicht, weil wir da unterwegs waren den ganzen Tag. Aber dann schlafe ich bis 11:30, 12. Dann gehe ich mit dem Etty eine Runde spazieren. Dann mache ich schon Mittagessen fertig. Also ist jetzt gekocht, aber halt so Tischdecken und so. Dann kommt der Bernd um 1. Dann bis 3 ist Bernd hier. Dann liegen wir wieder. Und dann ist nachmittags. Und dann ist halt so, keine Ahnung, Calvinos Schulsachen gucken und sowas alles. Und dann ist schon wieder abends. Dann ist der Tag vorbei und ich komme einfach zu nichts, habe ich das Gefühl. Einfach so müde und träge. Hebamme gestern, die hat ja kein HB genommen, weil sie sagte, der war ja gut beim letzten Mal. Das ist jetzt 4 Wochen her oder so, dass sie den getestet haben. War der okay? Aber halt, dass ich aufpassen muss. Und hat sie gesagt, dann, so schnell ändert sich da nichts. Also keine Ahnung. Ich hätte vielleicht darauf bestehen sollen, dass sie den testen. Ich echt, also ist ja nicht normal, so richtig kraftlos, so viel geschlafen. Ich habe ja heute Nacht eigentlich gut geschlafen. Waren um 10 Uhr im Bett und um 6 Uhr ging der Wecker. Das sind 8 Stunden, das müsste doch reichen. Und so kommt man zu nichts. Wenigstens der Staubsaugerroboter fährt hier seine Runden. Mehr als kochen kriege ich nicht auf die Reihe. Ja, oder halt so mal übers Badezimmer einmal drüber. Oder einen anderen Tag sauge ich übers Sofa dann drüber. So faul. Wird das alles wieder normal, wenn die Kleine da ist? Oder bleibe ich so kraftlos und erschöpft? Ich meine, klar, im Wochenbett bleibe ich bestimmt noch so kraftlos und erschöpft. Erstmal die ersten Tage, Wochen nach der Entbindung, aber danach hätte ich schon gerne irgendwann wieder meinen alten Elan wieder. Ich habe nicht mal Bock, mich fertig zu machen. Das ist doch nicht normal. So, ich schneide das Brot eben. Versuchen. Also die erste Scheibe ging super ab. Ja, da ist der beste Hund der Welt und der verständnisvollste Mann der Welt. Warum? Ach, ist ein Film.
Ja, weil ich am Film bin, sag ich das jetzt so. Wundert mich Nein, weil wirklich. du wundertest dich wirklich. Ich habe dir schon oft gesagt, dass du so verständnisvoll und keine Ahnung bist. Also der Bernd sagt immer, ich soll schlafen und mich ausruhen. Ja. Und sogar der Smurfy, der ja eigentlich irre ist, schläft den halben Das geht Tag. aber scheiße, ne? Ja, versuchen wir mit dem größeren Messer. Wir brauchen eine Brotschneidemaschine. Komm mal, Zuschauer. Was soll ich da die fragen, ob wir eine Ja. brauchen? Oder wir gehen eben nach Aldi und schneiden Na, es da. die schwimmen. Hallo, wir haben unser Brot mitgebracht. Dürfen wir das mal eben Ich weiß nicht, schneiden? ob ich das gut mache. Dann versuchst du dein Glück. Ja, ich weiß, dass das doof ist. Habe ich dir immer gesagt, früher, wo ich selber gebacken habe, dass es doof ist. Na, das ist alles eine beim Mediamarkt holen und wenn die schrummeln ist, können wir die umtauschen. Runter. Ja. Was hältst du davon? Können wir machen. Und dann haben wir ja diese Rechte. Smurfy runter. Ey, er sagt, er isst das Brot im Ganzen. Wir brauchen das nicht schneiden. Ja, als ob System. Aber wieso sollte die denn Schrömmel sein? Weil ich mal zwei mal geholt habe, zwei günstiger. Ja. Und da ist völlig zerfetzt alles. Okay. Hast du vielleicht zu frisch geschnitten? Nein, ich habe die aus dem Laden geholt. Weiß ich nicht. Topf auf dem Tisch lassen, ja, ne? Ja. Aber bei Amazon gibt es ja Bewertungen. Ja, dann guck. Ich guck. Guck und guck. Ja, ich schneide jetzt erstmal so nur, weil es ist ja auch ziemlich frisch noch. Aber so geht's doch. Guck mal, man muss das nur mitdrehen beim Schneiden. Ja. Da, wo der Korken halt drin war. Egal. Egal, egal. Bernd ist jetzt wieder arbeiten. Mittagspause ist leider vorbei. Und ich habe mich jetzt echt ein bisschen aufgerafft. Nachdem ich mit Miss Murphy spazieren war, war das so. Das tat gut, die frische Luft und so. Ich darf mich nicht so hängen lassen. Das ist im Moment, glaube ich, auch einfach so. Dieses Warten auf diesen neuen Lockdown, unser Geschäft dann wahrscheinlich wieder komplett schließen und ach, alles Mögliche, ne? Existenzängste, dann kommt die Geburt bald, die Hormone, alles so, ne? Und ich muss mich echt aufraffen, dass ich mich nicht hängen lasse. Ist nicht, eigentlich nicht meine Art. Ich versuche gleich noch duschen zu gehen. So, jetzt jedenfalls hat der Bernd mir netterweise die Wäsche hochgetragen. Zwei Körbe, die habe ich gefalten, bevor er gekommen ist. Dann kann ich die gleich einräumen. Hier sind unsere Sommersachen drin. Die habe ich gewaschen. Also ein Teil davon habe ich gewaschen und zusammengelegt, weil ihr seht, unser Kleiderschrank ist immer noch recht leer. Dann füllt er sich mal. Und das sind alles Sachen fürs Wochenbett, nicht fürs Wochenbett, fürs Geburtshaus, was ich rausgelegt habe zum Packen. Das wollte ich dann gleich mal packen. Aber erst räume ich die Wäsche ein. Jetzt war die Speicherkarte voll. Oh, normalerweise, also ich habe eine Speicherkarte mit 128 Gigabyte, mit der ich immer filme den ganzen Tag. Und dann vlogge ich, ach, dann morgens lade ich dann von der Karte auf den Laptop, kann schneiden, Karte wieder leer, kann den neuen Vlog anfangen. Aber weil ich heute Morgen so faul war, ich habe noch so eine 16 GB Speicherkarte, habe ich die genommen. Erstmal, weil ich noch nicht fertig war mit Schneiden und sowas alles, ach, eigentlich langweile ich euch mit dem Thema bestimmt. Jedenfalls habe ich jetzt beschlossen, dass ich mir zu Weihnachten eine zweite Speicherkarte wünsche mit 128 GB. Calvino und Bernd haben noch was gesucht, was sie mir schenken können, was jetzt nicht so teuer ist. Das wäre was, was ich gut gebrauchen könnte.
So, und wir packen jetzt hier. Unten läuft der Staubsaugerroboter, wie ihr hört, glaube ich. Ach so, und schaut mal. Ich hatte in dem Thomas Phillips Hall, habe ich diese Knöpfe geholt in verschiedenen Farben hier für unsere Kommode, die ich abgeschliffen habe. Und an zwei Schubladen habe ich sie schon angebracht. Also die passen, alles super. So, und jetzt packen wir fürs Geburtshaus. Oh, man sieht mich gar nicht. Also ich brauche sehr viele Handtücher, haben die gesagt, im Geburtshaus, weil ich ja im Pool rein möchte, in die Wanne da. Deswegen brauche ich viele Duschtücher. Falls Bernd auch mit reinkommt, wer weiß. So. Babydecke. Noch mehr Handtücher. Ja, besser zu viel als zu wenig, ne? So. Noch eine Decke. Ich bin echt überfordert damit, sag ich euch. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich was vergessen habe für die Geburt. Oder dass ich dann da bin unter der Geburt und dann fällt mir irgendwas ein. Oh, das hätte sie jetzt total gerne. Das wird dir alles erleichtern. Und dann habe ich das nicht. Ich finde, das ist so minimalistisch, was ich alles habe. Das reicht doch nicht für eine Geburt. Das ist so ein großes Ereignis. Und ich habe nur so wenige Sachen. Aber andererseits will ich ja auch ambulant entbinden und schnell wieder nach Hause danach. Ich finde es echt schwierig, echt mega schwierig. Eine Leggings für mich, ein T-Shirt für mich, ein Top für mich, 5 Paar Socken, weil die gesagt haben, wenn man halt kalte Füße hat und Socken anhat und dann die Blase platzt, springt, dann läuft das nochmal nach und hat man immer nasse Socken, deswegen ausreichend Socken, eine Bürste und Haargummis. Dann habe ich mir diese Panthenol-Salbe, also so wie Bepanthen von DM mitgenommen, weil der Bernd mir immer wieder die Lippen eincremen soll damit, weil ich durch dieses Atmen und so wahrscheinlich nicht dran denke. Und dann platzt mir nachher alles auf, deswegen einmal die. Dann habe ich einen Trinkbecher mitgenommen mit Deckel und Strohhalm, weil unter der ersten Geburt hatte ich so viel Durst. Ich hatte keine Venenpausen irgendwie am Ende und deswegen konnte ich nie sagen, gib mir was zu trinken. Und jetzt habe ich ihm gesagt, einfach immer anbieten. Deswegen auch noch einen zweiten Strohhalm, der so einen Knick hat, dass er mir das immer wieder anbietet, dass ich einfach trinken kann. Ja, diese Einlagen. Ja, und dann für die Kleine 2 Windeln, das sind einfach so Proben, die nehme ich mit und feuchte Waschlappen und einmal die Lanolin Brustwarzensalbe, die auch nur eine Probe ist. Ja, und dann hoffe ich doch, dass das reicht. Und natürlich Anziehsachen fürs Baby. Habe ich auch dabei. So. Und mein Geburtskleid, was ich euch schon gezeigt habe, das habe ich jetzt gewaschen und getrocknet. So. Ich glaube, damit fühle ich mich ganz wohl bei der Geburt, weil das ist so luftig, also locker. Damit kann ich mich gut bewegen. Das ist ein schöner, fließender Stoff. Und wenn die Kleine da ist, dann kann ich es einfach aufreißen, wenn ich es dann noch anhabe, zum Stillen. Weil ich möchte ja so schnell wie möglich stillen. Und gucken wir mal, wie wir das alles hier verpacken. Ich würde sagen, die Sachen von der Kleinen können nach ganz unten. Denn die werden wir bestimmt zum Schluss brauchen erst, gell? Ja, Söckchen noch für die Kleine. Habe ich unten. So, dann diese Rieseneinlagen auch zum Schluss, genauso wie die feuchten Waschlappen, weil dann ist ja alles vorbei quasi, wenn wir das brauchen. Genauso wie den Kulturbeutel zum Duschen und so. Brauchen wir zum Schluss. Die Bürste auch. Stammbuch auch erst zum Schluss. So.
Taschentücherbox nehme ich mit. Man mag jetzt davon halten, was man möchte, aber ich nehme einmal Nasenspray mit. Denn wenn ich unter der Geburt eine verstopfte Nase kriegen sollte, würde ich durchdrehen. Deswegen einmal Nasenspray nehme ich mit. Und das packe ich alles hier in die Seite. Dann weiß der Bernd, kann ich ihm sagen, in der Seitentasche ist alles, was wir unter der Geburt so brauchen. Nasenspray. Den Becher hier, der ist aus Glas. Den packe ich in so eine Mullwindel einfach ein. So. Alles in die Seitentasche. Mhm. Das Geburtskleid, einen neuen Schlübbi. 18 Paar Socken. Anziehsachen. Ja, hier ist noch so ein BH. Den brauche ich nicht. So. Oh Mann, ey Leute. Hier ist noch so eine Babydecke. Die werde ich für überm Maxi-Cosi oder so, wenn wir die Kleine überhaupt im Maxi-Cosi reinpacken, auf dem Weg nach Hause. Mal gucken. Vielleicht fährt die auch einfach bei mir so auf die Brust. Ich weiß es nicht. Hat Bernd gesagt. Die packen wir doch nicht im Maxi-Cosi für die erste Fahrt, so ein paar Stunden nach der Geburt. Das müssen wir spontan schauen. So. Ja, unglaublich, aber wahr. Der Stapel ist weg. Die Geburtstasche ist gepackt. Oh Mann, ey. Leute, das wird echt ernst, so langsam. Darf man das sagen, dass man Bammel hat? Also ich freue mich mega auf die Kleine. Ihr wisst, ne, ich habe mir das so voll gewünscht die letzten Jahre. Aber ich habe echt riesen Respekt vor der ganzen Sache mittlerweile. Ich bringe eben die anderen beiden Knöpfe an hier, während ich mit euch rede. Ich habe Respekt vor der Geburt. Also die größte Sorge ist eigentlich vor der Geburt, dass irgendwas ist, dass ich ins Krankenhaus muss, alleine. Das ist die größte Sorge. Das wäre mein größter Albtraum, dass ich alleine ins Krankenhaus muss. Ich brauche den Bernd dabei. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht ohne ihn. Das hört sich vielleicht doof an, ne? Ich weiß, ich würde das auch ohne ihn schaffen, aber wir haben so viel durchgemacht zusammen, was ich alles mit Bernd erlebt habe. Und ich will das nicht ohne ihn erleben. Der muss dabei sein, echt jetzt. Warum geht das denn jetzt hier nicht? Scheiße. Oh Mann, ich sag euch, ich bin so nah am Wasser gebaut. In den letzten Tagen. Ich könnte nur heulen. Für alles, für jeden Pups. Ich gehe so voll auf, voller Liebe für alle. So Calvino, Bernd und Smurfy. Ich könnte die alle totknutschen zurzeit. Ich habe so eine tolle Familie. Und das, ja, das wird mir so immer mehr bewusst, so irgendwie. Ja. Und ich kann die im Moment nicht so unterstützen oder für die da sein, wie ich gerne wäre. Ja, die Mutter runtergefallen. Sorry, jetzt heule ich euch auch noch voll. Ich habe auch noch eine tolle Community, das auch noch hier auf YouTube. Ihr schreibt mir immer so viele liebe Kommentare. Das baut mich so auf, ne, wenn ihr so, wenn ich euch ein Vorjammer hier und ihr mir dann schreibt, ach Mensch, Michaela, ne, so ist doch halb so wild, leg dich hin und was weiß ich, keine Ahnung zu welchem Thema jetzt, hauptsächlich in der letzten Zeit die Schwangerschaft. Das tut so gut, euren lieben Kommentare dann zu lesen. Oder manche schreiben mir ja auch privat. Und dann schreiben wir ein paar Nachrichten hin und her. Und ja, das tut einfach richtig gut, so Zuspruch zu bekommen. Ich kann davon im Moment irgendwie gar nicht genug bekommen. Ja. Und dann, wenn ich andere YouTuber sehe, bei denen ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Die scheinen gar keine Probleme zu haben.
so, also ich gucke auch kleinere YouTuber, so die vloggen, die jetzt auch, also eigentlich nicht davon leben könnten, würde ich mal sagen. Die ja auch einen Job haben und so und die auch vielleicht vom Lockdown betroffen sind oder so. Aber die haben, bei denen ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das kann ich euch nicht vorspielen, einfach so, dass alles immer toll ist. Wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir schlecht. Und wenn ich den ganzen Tag mit der Kamera rumlaufe, dann kann ich auch nicht so tun, als ob ich glücklich bin oder als ob ich fit bin und ausgeschlafen und alles. Und ja, keine Ahnung. Ich erzähle mir mal viel zu viel. Ich bin einfach eine schlechte YouTuberin. ja, jetzt ist bald, ich glaube, noch 4 Wochen bis zur Entbindung. Ich glaube, 38 Tage noch. Ne, ich muss echt den Countdown einfügen. 38 Tage noch. Ich habe mir so gewünscht, schwanger zu sein. Jetzt ist die Babymaus bald da, ne? Die ist bald da und dann halte ich die im Arm. Und dann können wir die alle sehen. Ja, ach, alles wird gut. Alles wird gut bei der Geburt, ich bin mir ganz sicher. Positiv denken. Es wird eine ganz schnelle, einfache Geburt. Ja. 4 Stunden Geburtshaus, dann ist sie da. Genau. Gesund und munter. Ich auch. Baby gesund. Bernd gesund. Hebamme gesund. Alle gesund. Alles super. Und 4 Stunden später können wir nach Hause. Und dann freut sich Calvino und Bernds Eltern und der Smurfy, der darf dann auch die Kleine kennenlernen. Und das wird auch alles klappen. Der ist so lieb geworden, ne? Leute, ihr wisst, wie der war am Anfang, so durchgedreht und so. Das hat er auch noch seine 5 Minuten, aber der hat heute einfach mal 6 Stunden am Stück geschlafen, wo ich hier auf der Couch lag auch, ne? Das wäre früher undenkbar gewesen. Undenkbar. Der ist so, meine Güte, so lieb geworden. Jetzt ist er schon wieder unten und schläft. Also hoffe ich, dass er da nichts schrömmelt. Sollen wir mal gucken gehen? Wir gehen mal gucken. Tasche gepackt. Da habe ich jetzt Anziehsachen reingetan, die ich gleich nach dem Duschen anziehen wollte. Mülleimer haben wir hier oben nicht. Wir haben einfach nur eine Mülltüte immer da hängen. Guckt ihn euch an, der liegt da auf dem Sofa. Ich zoome mal. Da ist der nicht süß. Der schläft einfach. Früher hätte der alles geschrömmelt da unten. Die Dekoration, die da auf der Fensterbank steht, einfach alles. Ich sag euch, ich habe die beste Familie der Welt. So, und ich gehe jetzt duschen. Ich sehe immer noch nicht besser aus, aber ich fühle mich besser. Ich habe mir schön so einen Duft drauf gesprüht. Oh, jetzt ist dunkel. Ich habe zwar nicht mehr viel Parfüm, aber ein bisschen habe ich noch und da habe ich mir was drauf gemacht. So, mein Gammel-Outfit. Gammeln darf ich ja trotzdem weiterhin. Ich muss mir nur noch Socken anziehen. Ja, das T-Shirt war mir eigentlich viel zu groß. Ja.